weil jetzt hatte ich mich vor der Aufnahme nicht darüber schlau gemacht. Ich Witzbold. Ja, ja, ich bin schon ein Vogel. Ich bin schon ein Vogel. Naja, wie gesagt. Und wir sind halt 2009 bei Valve ausgestiegen. Nennt sich Turtle Rock. Die machen das Spiel, das Studio Turtle Rock. Die haben sich 2009 von Valve getrennt und machen jetzt ein Spiel. Die haben auch damals die Left 4 Dead Reihe, Left 4 Dead 1 und Left 4 Dead 2 haben die damals rausgebracht. Und jetzt wollen die im Herbst ein neues Spiel bringen, was dem Prinzip ungefähr so ähnlich ist, aber dann doch auch wieder so ein bisschen anders. Und zwar wollen die ein Spiel rausbringen, das wird sich nennen Elvolve. Elvolve heißt das Spiel. Wird es dunkel? Na egal. Elvolve heißt das Spiel, was die rausbringen wollen im Herbst 2014. Und da drin wird es gehen. Das haben die dann so ein bisschen das Spielprinzip von Left 4 Dead übernommen. Allerdings ein bisschen, ich sag mal, modifiziert. Es wird so sein, dass es 4 Spieler gibt. Also wie bei Left 4 Dead, 4 Spieler, das Jägerteam, das gegen die Monster kämpft. Kämpft gegen die Monster. Und dann wird es aber zusätzlich noch einen Mitspieler mehr geben. Und der spielt Monster, also auf der Monster-Seite mit. Das finde ich ganz interessant, weil denn so entwickeln sich die Charaktere. Oh, guckt euch mal den Sternenhimmel an, wie geil. Ich feiere ja Optifine, ne? So, jetzt hauen wir uns mal hin. Also es wird dann ein Monster geben und dieses Monster, das entwickelt sich halt weiter, so wie die anderen Charaktere im Prinzip auch. Und das ist das, was die Interessante, was ich finde bei diesem Spiel. Also nicht mehr mit Zombies, sondern mit Monstern und einem zusätzlichen Spieler. Weniger, das heißt, man kämpft nicht nur gegen KI. So wie ich das bis jetzt verstanden habe, was ich vor der Aufnahme noch darüber gelesen habe. Und wie gesagt, das finde ich alles ganz interessant. Soll, wie gesagt, der Release ist meiner Meinung nach im Herbst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ach da, ich sehe hier die ganzen Sachen gar nicht. Und das ist eins der Spiele, auf das ich insgesamt eigentlich sehr gespannt bin. Den Preis habe ich jetzt leider nicht rausgefunden, sonst könnte ich euch sagen, wie viel das Spiel kosten wird. Aber finde ich, wie gesagt, ganz interessant, dieses Spielprinzip her. Wie gesagt, nicht ganz neu, das war damals bei Left 4 Dead ja revolutionär, könnte man so sagen. Einfach gegen die KI spielen. Die macht das ja schon. So, kommen wir uns mal hier rüber. Mal gucken, wie das wird. So, hauen wir uns hier mal eben hier zu. Was? Ich habe mein Holz gleich schon wieder aufgebraucht. Das gibt's nicht. Jetzt gerade hier in der Ecke bin ich übrigens bei 60 FPS. Unfassbar, ne? Unfassbar. So, kloppen wir das hier noch eben raus. So. So, hier machen wir uns irgendwann nochmal einen Aufstieg. So. Wie machen wir das denn jetzt? Also machen wir ein anderes Lied an, weil das nervt mich ein bisschen. Haben wir Erde? Erde haben wir dabei. Dann klappustern wir uns da mal hoch. So. So. So, hier ist ja... Hier soll ja Dach sein. Das ist ja... Kein Problem. Das ist dann im Prinzip das Dach. Warte mal. So.
Ach schade, einer zu hoch. So, das wird das Dach. Gott, pünktlich jetzt habe ich kein Holz mehr. Gut, dann hauen wir den Rest mal zu. Das wird himmlisch aussehen, ich weiß es. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht bauen kann bei Minecraft? Ich glaube, das ist bekannt. Ich habe noch nie so ein schönes Haus gesehen. Noch nie. Habe ich noch Stein? So. Das heißt, die Deckenhöhe ist dann so. Komme ich da oben ran? Scheiße. Warte. Komme ich jetzt da ran? Ja. Scheiße. Muss ich das von da oben machen? Wie komme ich denn da ran? Scheiße. Naja, gucken wir mal. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Na komm, komme ich da hoch? Na komm, komm hoch. Na komm, hier, komm. Kämpf dich hoch. Kämpf dich hoch, danke. Ist das unser getrautes Heim hier? Ich weiß es gerade nicht. Nee, hier. Okay, wir müssen noch etwas weiter nach da. Geht's hier rein? Hier geht's rein. Ich müsste irgendwie dahin. Ach, da muss ich hin. Okay. Mal gucken, ob ich da auch hinkomme. So. Müsste ja gehen. Ja, das geht doch super. Dann ist hier praktisch... Ja, prima. Durch. Dann mal gucken, wie weit ich komme. Ja, nicht sehr weit. Ne? Das mag doch nicht mit der... Na, das jetzt. So. So, machen wir es mal so. So, wieder das Holz auswählen. So, dann, noch eins der großen Spiele-Hits des Jahres, was ich wahrscheinlich auch feiern werde, und weil ich Skyrim damals auch nicht gezockt habe, das ist The Elder Scrolls Online. Das ja, wann ist der Release? Im April ist der Release von The Elder Scrolls Online. Freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf, weil das einfach mega episch wird. Ich weiß es. Vor allem finde ich das ja so geil. Was habe ich hier geschrieben? Skyrim wurde ja damals über 15.000 Mal verkauft. Das heißt, für die Firma Bethesda würde es... Nee. Stimmt gar nicht. Also, nochmal. Skyrim über 15 Millionen Mal verkauft. Habt ihr die Zahl? Ne, habt ihr. So. Kämpfen wir uns hier mal eben durch. Dann gibt's da ja nach World of Warcraft. Und Bethesda hat gesagt, für The Elder Scrolls Online wird es alleine schon für den Erfolg reichen, also für die Firma, allein schon der Erfolg reichen, wenn sie die Hälfte an der Menge verkaufen, was sie damals bei Skyrim verkauft haben. Also im Prinzip, wenn sich The Elder Scrolls Online 7 Millionen Mal verkauft. Also wenn es 7 Millionen Abonnenten gibt, das wäre für Bethesda
schon ein Erfolg, sagen wir. Da bin ich jetzt am Ende noch nicht ganz. Wie weit habe ich denn noch? Sag mir das mal. Bis da. Okay, bis zum Ende. Sehr gut. Weil momentan gehen ja die Abonnentenanzahl bei World of Warcraft zurück. Hab ich gelesen. Das heißt, dann wäre World of Warcraft, wenn sich wie Elder Scrolls Online halt 7 Millionen Mal verkaufen würde, wäre das keine Konkurrenz mehr. Und das finde ich... Alter, jetzt... wieder hochkämpfen. Und das fände ich schon gut. Und bei einem Online-Spiel denke ich mir immer, ja, so Strategie-Games immer von oben. Und bei Elder Scrolls Online wird es ja eine richtige Welt geben, mit richtiger Grafik. Da haben sich schon etliche den Kopf zerbrochen und an diesem Werk gearbeitet. Und da freue ich mich mega drauf. Was allerdings so ein kleiner... Alter, was ist das denn? Müssen wir übrigens noch mit Glas zu machen, übrigens. What? Nur mal so nebenbei. So. Also so hoch müssen wir. Stell mal den Cobblestone einsammeln, bevor er despawnt. So, das heißt... Ja, alles klar, wissen wir Bescheid. Gut. Muss ich hier ein bisschen noch wegkloppen. Kann ich ja noch, die Höhe ist ja noch gut. So. Also es ist halt so ein Open-World-Game, aber halt mit sehr vielen Spielern. Und das ist das, was mir alleine schon richtig gut gefällt, weil ich so gesehen kein Freund von Strategiespielen oder generell so Spielen von oben bin. Das mag ich irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Kann ich so nicht sagen. Es ist halt nicht meins. Ist halt nun mal so. Und trotzdem, aber auf Elder Scrolls Online freue ich mich bolle. Frage ist natürlich, ob man dafür Vorwissen haben muss. Ich habe hier mit meinem Regal Oblivion stehen, also ein bisschen Vorwissen ist da. Aber halt nicht so viel. Naja, wir gucken mal, was dabei so rauskommt. So. Dann natürlich eins der großen Spiele... der großen Weiterentwicklung, das ist die Sims 4. Sims 4 kommt im Herbst 2014, im Herbst kommen viele Spiele, gute Spiele. Aber davor kommen auch schon richtig gute Spiele, da komme ich gleich nochmal drauf ein, welches das Spiel ist, was mich am meisten interessiert. Aber dazu später mal. Erstmal die Sims 4. Und bei den Sims ist es ja ganz einfach. Du steuerst die, du lebst praktisch für sie. Du sagst, was sie machen sollen. Es ist eigentlich nicht schwer, die Sims zu spielen. Und das soll sich ändern, laut den Machern von Sims 4. Habe ich noch irgendwo Fackeln? Da. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Kein Wunder, dass das Haus vorhin voller Monster war. Wenn alles voll ist. So. Ich leg mich nochmal hin. Übrigens, was ich übrigens bei Elder Scrolls Online vergessen habe, kommt ja im April und die Xbox One Version und die für die PS4, die kommen beide im Juni dieses Jahres. Wollte ich nur noch mal erwähnen.